Der Erste Weltkrieg. 17 Millionen Tote. Leid, Zerstörung und Verwüstung. 4 Jahre Krieg. 4 Jahre, in denen die Grausamkeit herrscht. 4 Jahre, in denen eine verlorene Generation einen sinnlosen Krieg führt. Man könnte meinen, es ist alles verloren. Die Hoffnung erloschen. Doch ein Künstler wird in dieser Zeit nicht aufgeben. Er würde nicht untätig sein und letztendlich wird er ein Meisterwerk kreieren. Ein Meisterwerk, das mit seiner Ruhe verzaubert und den Frieden beschwört. Ein Symbol des Friedens in Zeiten des Krieges. Als Claude Monet 1914 mit der Arbeit eines Seerosendekors beginnt, ist er 74 Jahre alt. Er hat viel erlebt und die Kunst der Moderne maßgeblich mitgeprägt. Sein Stil ist vielen nur zu gut bekannt. Monet gehörte den Impressionisten an, eine künstlerische Bewegung, die einen komplett neuen Akzent im Gegensatz zur damaligen klassischen Schule setzt. Der Impressionismus ist die Schönheit der reinen Farbe. Möglich wurde dies durch unterschiedliche Faktoren. 1841 patentierte der damalige amerikanische Maler John Gough Rand die erste Farbtube. Jetzt war es möglich, Ölfarben nicht nur zu lagern, sondern diese auch praktisch zu transportieren. Ein weiterer Punkt war, dass es so nun die Möglichkeit gab, im Freien zu malen und so das Bild des Momentes einzufangen. Die Impressionisten waren eine Avantgarde in der damaligen Kunst. Sie lehnten die klassische und akademische Darstellung der Kunst ab. Statt historische, mythologische und idealisierte Szenen darzustellen, wie es damals üblich war, wollten die Impressionisten den Moment einfangen. Sie wollten den Augenblick der reinen Farbe. In ihren Bildern zeigten sie Alltagsszenen und Landschaften. Mit verwischten und undeutlichen Pinselstrichen aus Farbe deuten sie die Szenerien an. Klare Formen und Linien sucht man meistens vergeblich. Es soll nur die Farbe sein, die dominiert. Die Farbe ist die Seele der Kunst, die Seele des Bildes. Claude Oscar Monet wurde am 14. November 1840 in Paris geboren. 4 Jahre später zog seine Familie nach Le Havre an der Küste der Normandie. Obgleich sein Vater für Monet eine Karriere als Businessman vorgesehen hat, strebt Monet nach der Schönheit der Natur. Monet entdeckt die Kunst durch das Zeichnen von Karikaturen. Sein erster Lehrer war Eugène Boudin. Als einer der ersten legte Boudin die Grundsteine für den Impressionismus. Boudin hat Monet und viele andere Impressionisten stark beeinflusst. Boudin war einer der ersten, der das Atelier in die Natur brachte. Von ihm würden die Impressionisten das Malen in der freien Natur übernehmen. Während des Studiums in Paris und darüber hinaus hatte Monet sich mit anderen Künstlern angefreundet. Diese würden die Hauptgruppe der Impressionisten bilden. All diese Künstler hatten die klassische Schule aufgegeben und sich dem Versuch zugewandt, die Realität und die Objekte in ihrer Kunst, in den Farben und Schatten wiederzugeben, wie als würde das natürliche Licht sie umhüllen. Sie haben gelernt, aus einfachen Strichen und Farben ein harmonisches Ganzes zu erzeugen. Eine Vollkommenheit, welche durch die Darstellung von reinem Sonnenlicht und gebrochenen Formen anfängt zu vibrieren und eine natürliche Kraft ausstrahlt. Doch damit waren nicht alle zufrieden. Besonders die Akademien und die Pariser Salons konnten diesen neuen Stil nicht ausstehen. Für viele waren diese Bilder keine Kunst, zu modern, zu verschwommen, ohne klare Formen. Aus diesem Grund verweigerten viele offizielle Einrichtungen, diese Werke auszustellen. Die Impressionisten mussten sich etwas anderes überlegen und sie hatten eine Idee. Obwohl sie alle unterschiedliche Stile hatten und in ihrer Arbeitsweise doch sehr individuell waren, taten sie sich zu einer Gruppe zusammen, um selber eine Ausstellung zu veranstalten. Die anonyme Gesellschaft für Künstler, Bildhauer und Grafiker fasste somit auch die Schlüsselfiguren des Impressionismus. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot und Armand Guillemont. Mit dabei waren aber auch Künstler wie Edgar Degas und Paul Cézanne.
Im Frühling 1874 fand schließlich die berühmte erste Ausstellung des Impressionismus statt. Ob die Ausstellung eine Katastrophe war, darüber lässt sich streiten. Finanziell war sie das allemal. Die Kritiker spotteten damals in allen Maßen, obwohl einige Intellektuelle schon damals begeistert waren. Trotzdem, das allgemeine Publikum bricht eher ein schallendes Gelächter und Kritik aus. Ein Bild erntet besonders viel. Es ist Claude Monets Impression Sonnenaufgang. Monet stellt den Hafen von Le Havre dar, wie die Schiffe und der Rauch im frühen Morgen verschwimmen. Ein Eklat, ein Affront, ein Skandal. Der berühmte Journalist und Maler Louis Leroy schreibt damals: Eine Tapete im Urzustand ist schöner als dieses Seestück. Und betitelt gleich die gesamte Gruppe direkt mit dem Namen des Bildes. Die Impressionisten waren geboren. In den nächsten Jahren organisierten die Impressionisten 8 weitere Ausstellungen. 1886 war das Jahr der letzten gemeinsamen Ausstellung. Danach spaltete sich die Gruppe und die Künstler gingen getrennte Wege. Der Impressionismus entwickelte sich langsam aber stetig zur Hauptrichtung in der Kunst und war bald nicht mehr die Avantgarde. Die Impressionisten begannen ihre Techniken zu perfektionieren. Der klassische Impressionismus wurde vom Neoimpressionismus sowie von anderen impressionistischen Kunstrichtungen wie dem Pointillismus oder dem Fauvismus verdrängt. Einzig Monet blieb der strengen Beobachtung der Natur treu. Monet entwickelt eine einzigartige Arbeitsweise. Als einer der ersten malt er Bilder in Serien. In jeder Serie gibt er ein und das gleiche Motiv wieder, aber immer zu unterschiedlichen Tages- oder Jahreszeiten. So zeigt er dem Betrachter die Kraft des Lichtes. 1877 entsteht seine erste Serie. Sie zeigt den Bahnhof Saint-Lazare in Paris. In unterschiedlichen Perspektiven und Tagesabschnitten zeigte Monet die Züge, die Reisenden und den Bahnhof. Ein Detail ist dabei omnipräsent: der Rauch, der aus den Zügen steigt. Eine weitere Serie entsteht in den 1880ern. Die berühmten Heuschober stellt Monet in verschiedenen Zeiten und Winkeln dar. Monet malt die Heuschober auf den Feldern von Giverny. Giverny. Ein Ort, der wie kein anderer Monet inspiriert hat. 1883 zieht Monet mit seiner Familie aufs Land. Dort findet er ein Haus, das Haus seiner Träume. In Giverny würde Monet einen Garten anlegen. Dies würde der Ort sein, in dem Monet seine größten und schönsten Werke vollbringen würde. Der Garten in Giverny ist ein Kunstwerk. Monet pflanzte dort alle nur erdenklichen Schönheiten an. Rosen, Hortensien, alle möglichen Blumen. Monet ist vom Japonisme besessen. Er selbst ist ein begeisterter Sammler von Ukiyo-e, Bilder der fließenden Welt. An die 200 Ukiyo-e gehören ihm. Inspiriert von Hokusai und Hiroshige sowie von der japanischen Gartenkunst beginnt Monet mit der Anlegung eines Weihers. Dafür kauft er ein weiteres Grundstück und lässt einen Bach, den Rue, umleiten. In das Wasserbecken setzt er Seerosen. Er hatte sich in diese Blumen verliebt. Sie erinnerten ihn nur zu gut an Japan. Ihre bunten Farben gefielen Monet sehr. Deshalb nannte er sie auch nach ihrem lateinischen Namen, die Nymphaeas. Seerosen malt der Künstler immer wieder in aller Pracht. Seine Seerosenserie enthält mehr als 200 Bilder. Seerosen, Nymphaea in allen Farben und Formen, zu allen Tageszeiten. Gekrönt wird das Schauspiel von einer japanischen Brücke. Ein Teil dieser Serie ist der Seerosendekor. 8 verschiedene Bilder, in 2 Gruppen aufgeteilt, bilden sie einen Zyklus. Das erste der großen Bilder ist der Morgen. In diesen Bildern hat Monet den Horizont aufgelöst und der Blick des Betrachters liegt auf einer offenen Wasseroberfläche. Man sieht das herrliche Blau und die wunderschönen Seerosen. Und man sieht noch etwas. Eine weiße, hauchdünne Schicht legt sich über die weichen blauen Töne. Alles strahlt eine prächtige Ruhe aus. Es ist so, als ob ein leichter Morgennebel sich im Wasser spiegeln würde. Und das ist das so Geniale. Die Wolken sind das zweite Bild. Wir sehen wieder den gleichen Bassin mit Seerosen, doch die Farben sind jetzt viel kräftiger, mit stärkeren Kontrasten. Es ist eine andere Tageszeit. Der Morgen ist verschwunden und es scheint ein kräftiger Tag zu sein. Im Wasser sehen wir die Seerosen und die Spiegelungen von Wolken. Es sind große, turmartige Schäfchenwolken.
Das nächste Bild, grüne Spiegelungen. Die Sonne hat nun einen anderen Stand und die Tiefe des Teiches ist klar zu sehen. Man sieht jetzt die Nymphäa in all ihrer Pracht. Einige Unterwasserpflanzen sind erkennbar. Als ob man an einem späten Nachmittag im Park sitzt und auf einen Teich blickt. Und wie ein krönender Abschluss heißt das letzte Bild der Sonnenuntergang. Hier deutet Monet nur Grasbüschel ab. Ein paar Seerosenblätter sind zu sehen. Doch der Fokus liegt jetzt auf dem bunten Farbenschauspiel. Wir sehen einen prächtigen Sonnenuntergang im Wasser gespiegelt, in allen Farben gefasst. Der eine oder andere kann in den leichten Schatten Baumkonturen erkennen. Ein herrlicher Tag neigt sich dem Ende zu. In der zweiten Gruppe sehen wir nun zwei Bäume. Es sind Trauerweiden. Diese Bilder vermitteln einen viel kühleren Eindruck als ihre Vorgänger. Auf den ersten Blick sehen wir einen hellen Morgen mit Trauerweiden. Wie aus einer anderen Perspektive scheint das erste Bild der Morgen uns hier wieder zu erscheinen. Das nächste Bild ist wie eine Begleitung. Man sieht einen bewölkten Morgen, wie die Wolken auf dem zweiten Bild. Die Trauerweiden sind in lebendigen Tönen ausgemalt. Auf dem nächsten Bild sind auch zwei Trauerweiden zu sehen. Sie stehen weit getrennt voneinander. Obwohl einige Seerosen zu sehen sind, liegt das Wasser im Fokus des Betrachters. Man ahnt wieder einen kühlen, leicht bewölkten Morgen zu sehen. Die wenigen grünen Blätter der Weiden lassen das Bild noch kühler wirken. Das letzte Bild ist die Nacht. Wieder erkennt man nur dunkle Konturen, vielleicht ein paar Bäume. Die Seerosen leuchten hier durch die Nacht. Sonst ist alles dunkel. Es ist eine friedliche Ruhe, welche diese Bilder zeigen. 1914 ist ein Jahr des Grauens und des Unglücks für viele Menschen. Auch für Claude Monet. Mittlerweile sind schon viele Jahre seit der ersten Ausstellung 1874 vergangen. Monet ist nun eine Berühmtheit, ein Meister der Kunst. Doch er ist körperlich angeschlagen. 1914 stirbt seine zweite Frau Alice und sein ältester Sohn. Er wird zunehmend krank, sein Sehvermögen lässt nach, ein grauer Star wird bei ihm diagnostiziert. Auch der Erste Weltkrieg macht ihm zu schaffen. Sein zweiter Sohn kämpft an der Front. Zudem zerstört 1910 ein Hochwasser seinen geliebten Wassergarten. Die ganze Arbeit muss von vorn beginnen. Und trotzdem, Claude Monet war noch nicht fertig. Aus diesen Umständen heraus war er inspiriert, ein großes Werk zu vollbringen. Im Ersten Weltkrieg kommt das deutsche Heer Paris gefährlich nah. Auch Giverny liegt in der Nähe. Trotzdem entschließt er sich zu bleiben und zu malen. 1916 wird der Bau eines neuen Ateliers vollendet. Monet malt ununterbrochen, sein Garten gibt ihm die Inspiration. Während des Malens kann er die Schüsse von der Front hören. Unterstützung geben ihm seine Schwiegertochter Blanche und sein enger Freund Georges Clemenceau. Die beiden Männer haben sich früh kennengelernt. Georges Clemenceau ist ein Politiker und Journalist. Er gründet mehrere Zeitungen und ist in der Abgeordnetenkammer und im Senat aktiv. Am Ende wird er sogar Regierungschef. Die Verteidigung Frankreichs nimmt er in die Hand. Clemenceau ist ein Kunstliebhaber und Gartenfreund. Er besucht Monet oft in Giverny. Clemenceau gibt Monet Hoffnung und bekräftigt ihn, weiterzumachen, als Monet anfängt zu zweifeln. 1918, ein Tag nach dem Waffenstillstand bei Compiègne, ist es dann soweit, der erste Schritt. Monet lädt seinen Freund nach Giverny ein. Er will dem französischen Staat zwei große Gemälde schenken. Clemenceau ist beeindruckt und hat eine Idee. Er überredet Monet, noch mehr Bilder zu malen und so ein großes Ganzes zu schaffen. Monet ist einverstanden mit der Bedingung, dass die Bildtafeln einen würdigen Platz bekommen. Es kommt zu Verhandlungen mit dem Staat, doch es gibt Probleme beim Auffinden eines passenden Ortes. Schließlich fällt die Wahl auf eine alte Orangerie im Tuileriengarten. Das Gebäude stammt aus dem Zweiten Kaiserreich und eignet sich perfekt. Man beginnt damit, ovale Räume zu bauen. Diese sollen ein vollkommenes Ganzes darstellen. Währenddessen malt Monet. 1922 wird eine offizielle Schenkung unterzeichnet. 1924 ist die Orangerie einzugsbereit, doch etwas fehlt. Monet ist mit seinen Kräften angeschlagen. Immer wieder zweifelt er. Dauernd verbessert und perfektioniert er seine Bilder. Einige vernichtet er sogar. Als bei ihm ein Lungentumor diagnostiziert wird, weiß er, dass er nicht mehr lange Zeit hat. 1925 macht er die Schenkung sogar rückgängig, zum Ärger von Clemenceau.
Doch dieser bringt ihn schließlich dazu, an seinen Werken weiterzumachen. Claude Monet starb am 5. Dezember 1926 an den Folgen eines Lungenkrebses. Im Beisein seiner engsten Freunde und Verwandten wird er in Giverny beigesetzt. Die Seerosen bleiben bis zu seinem Tod bei ihm. Die Werke sind nicht signiert, wie von Monet üblich. Nach seinem Tod werden die Bildtafeln in die Orangerie gebracht. So wie es Monet wollte, werden sie dort aufgehängt. Das echte Licht der Sonne sollte sie beleuchten. Doch die Gesellschaft interessiert sich eher mäßig dafür. Andere Strömungen wie der Kubismus oder der Futurismus sind jetzt in Mode. Monets Seerosen gelten als langweilig. Das würde sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg ändern. Es sind amerikanische Künstler, Expressionisten, welche die Nymphäa wiederentdecken. Letztendlich erklärt der französische Künstler André Masson die Orangerie und Monets Werk zur Sixtinischen Kapelle des Impressionismus. Somit sind die Seerosen in der Orangerie, die Nymphäa, Monets letztes Werk. Sie sind nicht nur die einfache Fortsetzung der Seerosenserie, sondern ein einzigartiges Friedenssymbol. In der Zeit des Ersten Weltkriegs gemalt, sind sie ein beispielloses Zeichen für Ruhe und Frieden. Monet war inspiriert von der Natur und hat trotz des Grauens des Krieges, trotz seiner Krankheit nicht die Hoffnung verloren. Diese Hoffnung, diesen Frieden spüren wir, wenn wir die Orangerie betreten. Wir sehen die ruhigen Blau- und Grüntöne. Wir sehen die Hoffnung, welche Monet empfand, als er an eine bessere Menschheit dachte. Wir sehen eine Menschheit in Frieden.